Stellen wir uns mal ein Triebwerk vor, in dem absichtlich eine Detonation erzeugt wird. Diese Detonation wird so kontrolliert, dass sie aufrechterhalten wird und im Raum fixiert ist. Ein solches Triebwerk würde ein Vielfaches des Schubs klassischer Verbrennungstriebwerke erzeugen. Und wir sind nicht weit davon entfernt, sowas zu bauen. Alles zum Durchbruch bei Detonationstriebwerken erfahrt ihr in diesem Video. Ich bin Ronny, willkommen bei Raumzeit Space News. Eine endlose Detonation könnte es uns zum Beispiel ermöglichen, Flugzeuge zu entwickeln, welche nahtlos aus der Erdatmosphäre in den Orbit fliegen. Vor kurzem haben Forscher die dazu notwendige lokalisierte Detonation in einem Labor erzeugen können. Wenn wir von einer Detonation sprechen, dann meinen wir damit eine besonders heftige Form der Explosion. Während es sich in der Regel bei Explosionen um sogenannte Verpuffungen oder Deflagrationen handelt, sind Detonationen seltener. Sie breiten sich mit Überschallgeschwindigkeit im Medium aus. Es gibt Flammengeschwindigkeiten jenseits der 330 Meter pro Sekunde und die Druckwirkung kann 1000 Bar erreichen. Was wir im letzten Jahr in Beirut sahen, war eine Detonation. Die Detonation im Libanon und die Zerstörung, die sie verursachte, verschafft uns auch einen Eindruck von den gewaltigen Mengen Energie, die in einer Detonation freigesetzt werden. Wissenschaftler bemühen sich seit Jahrzehnten darum, Triebwerke zu entwickeln, welche diese Energien nutzen können, und ein damit ausgestattetes Flugzeug könnte zum Beispiel in weniger als einer Stunde von Europa in die USA gelangen. Rein rechnerisch natürlich, ob sowas angesichts der klimatischen Lage erstrebenswert ist, sei hier mal ausgeklammert. Das Problem: Detonationen sind extrem schwer zu kontrollieren und dauern in der Regel weniger als eine Mikrosekunde. Bisher musste daher das Detonationstriebwerk der Traum von Ingenieuren bleiben. Bis jetzt. Einem Wissenschaftsteam der Universität von Central Florida gelang es, eine Detonation über mehrere Sekunden aufrechtzuerhalten, was den Forschern zufolge ein riesiger Schritt hin zu zukünftigen Überschallantrieben ist. Der Teamleiter Karim Ahmed, ein Professor für Luft- und Raumfahrttechnik, veröffentlichte seine Ergebnisse in einem Aufsatz am 10. Mai. Er beschrieb den Ansatz des Teams so: Was wir hier versuchen, ist, diese Detonation unter Kontrolle zu bringen. Wir wollen sie im Raum einfrieren und die Energie nutzen. Statt Gebäude zu zerstören, wie man im Libanon sehen konnte, wollen wir sie nutzbar machen und mit ihr Schub erzeugen. Wenn uns das gelingt, dann können wir extrem schnell reisen. Der Durchbruch folgte auf Jahrzehnte der Forschung an einem theoretischen Antriebssystem namens Oblique Detonation Wave Engine. Das Konzept basierte darauf, ein Gemisch aus Luft und Treibstoff mit mehr als fünffacher Schallgeschwindigkeit auf eine Rampe zu lenken. Dieser Vorgang erzeugt eine Schockwelle. Die Schockwelle erhitzt das Treibstoff-Luftgemisch und verursacht eine Detonation. Dabei werden die Abgase klassisch hinten aus der Maschine geleitet, was in einer unvorstellbaren Menge an Schub resultiert. Detoniert ein Treibstoff-Luftgemisch auf diese Art, dann ist die resultierende Verbrennung extrem effizient. Annähernd 100% des Treibstoffs werden verbrannt. Gleichzeitig erzeugt die Detonation hohen Druck. Beide Faktoren führen dazu, dass man erheblich mehr Schub als mit anderen Ansätzen erzeugen kann. In der Theorie kann ein Detonationstriebwerk ein Flugzeug auf 17-fache Schallgeschwindigkeit beschleunigen. Der bisherige Geschwindigkeitsrekord eines bemannten Fluges mit einem klassischen Flugzeugtriebwerk liegt bei 6,7 Mach, was etwa 7200 km/h entspricht. Mit 17 Mach hingegen sollte ein Flugzeug oder Raumschiff genügend Geschwindigkeit haben, einfach aus der Atmosphäre zu fliegen, statt mit einem Raketenbooster zu starten. Die Herausforderung liegt darin, die Detonation lang genug aufrechtzuerhalten. In früheren Experimenten schaffte man nie mehr als einige Millisekunden. Gleichzeitig muss man die Detonation daran hindern, sich in Richtung Treibstoffquelle auszubreiten. Das kann katastrophale Folgen haben. Ebenso darf sie sich nicht in Richtung des Triebwerkauslasses ausbreiten, da sie dann schlicht veräppt. Für die neue Studie bauten Ahmed und seine Kolleginnen eine etwa 75 cm lange Serie von Kammern, in welchen Luft und Wasserstoff gemischt werden, bevor sie auf Überschallgeschwindigkeit beschleunigt und in Richtung Rampe geschickt werden. Das Team justierte sorgfältig die Variablen, nämlich die Zusammensetzung des Treibstoffgemischs, die Geschwindigkeit des Gasflusses und den Winkel der Rampe. So konnten sie eine Detonation erzeugen, welche für 3 Sekunden an Ort und Stelle fixiert war. Danach wurde das Experiment abgebrochen, da die Kammern lediglich aus Glas konstruiert waren. Es lief aber lang genug, um sicher gehen zu können, dass die Detonation lokal stabil blieb und nicht stromabwärts oder aufwärts wanderte. Und das ist ein essentieller Schritt zur Entwicklung alltagstauglicher Detonationstriebwerke. Für diese Entwicklung muss man herausfinden, wie man in verschiedenen Geschwindigkeiten und Höhen operieren kann und wie man mit Instabilitäten umgeht, welche etwa aus Abweichungen im Treibstoff-Luftgemisch resultieren. Bereits jetzt unterscheidet sich die Testapparatur kaum von den existenten Designs für reale Detonationstriebwerke. Karim Ahmed ist daher zuversichtlich, dass es nun eher ein Ingenieursproblem darstellt, eine stabile Detonation in einem großen Triebwerk aufrechtzuerhalten. Und Probleme der Ingenieurswissenschaften werden bekanntlich immer gelöst.
Bessere und effizientere Triebwerke stellen einen großen Schritt für die Zukunft der menschlichen Raumfahrt dar. Viele der auf unserem Kanal vorgestellten Konzepte wie Dyson-Schwärme, Asteroidenbergbau oder Weltraumlifte ließen sich so leichter umsetzen. Wir bleiben auf jeden Fall an dem spannenden Konzept dran. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann abonniert Raumzeit. Für heute sagen wir euch Danke fürs Zuschauen. Wir freuen uns über ein Like und einen Kommentar. Unser besonderer Dank gilt wie immer unseren Patrons, allen voran unseren galaktischen Overlords, Markus Tröster, Sebastian Marx, Aimgods, Nikolas Schreier, Christian Steuer, Julian, Hermann Hampe, Ikeo und Guido Simon. Und in diesem Sinne, 42.